Kommunalwahl 2020 bei Report K, Kölns Internetzeitung zu Gast. Heute Ali Cempolat von der SPD tritt an für die Bezirksvertretung in Köln, und zwar in der Innenstadt, und belegt dort den Platz 3. Guten Tag, Herr Polat. Stellen Sie sich doch bitte einmal unseren Leserinnen und Lehrern vor. Ja, Ali Cempolat mein Name. Ich bin 22 Jahre alt. Ich bin noch gar nicht so lange in der SPD. Das sind jetzt 3 Jahre. Sie haben es ja schon gesagt, ich kandidiere für die Bezirksvertretung auf Listenplatz 3 der Köln-SPD, der SPD-Innenstadt. Ich studiere derzeit Psychologie und möchte mich kommunalpolitisch engagieren. Wie kommen Sie zur SPD? Oder Sie sind ja auch bei den Jusos. Wie kam der Weg dahin? Was war da der Schritt? Ich glaube, das kann ich so ein bisschen unterteilen. Es gab so diesen Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, da ich muss jetzt in eine Partei eintreten, und da war für mich klar SPD. Das hing für mich damit zusammen, dass ich mich sehr über die AfD aufgeregt habe, über die erstarkenden Rechten in Deutschland. Das war nach der Bundestagswahl. An dem Abend hat Martin Schulz gesagt, wir treten nicht in die GroKo ein, und hat sich klar gegen rechts positioniert. Und da war für mich klar, in die Partei gehöre ich. Sie sind ja jetzt in der Bezirks-, also Sie wollen in die Bezirksvertretung Innenstadt. Was sind so Ihre Schwerpunkte, wo Sie sagen würden, das ist genau das, was ich gut kann? Was mir ganz wichtig ist, ich bin, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, der jüngste Kandidat für die Bezirksvertretung in über alle Parteien übergreifend. Und ich glaube, dass ich damit eine Perspektive reinbringen will. Ich will nicht sagen, dass jung zu sein pauschal eine Kompetenz ist, aber ich glaube, dass ich die Perspektive, die ich habe, als Kompetenz mitbringen kann. Und das ist so mein Ziel, das ist auch mein Bestreben, in die Bezirksvertretung zu kommen. Und auch als Person mit Migrationshintergrund ist mir das ganz wichtig, das Ziel zu erfüllen, zu repräsentieren und eine Diversität in die Gremien dieser Stadt reinzubringen, die wir noch nicht vollumfänglich haben. Erst recht nicht in der Innenstadt, wo eine, ja, schon eher eine privilegiertere Gruppe der Menschen in Köln leben kann, weil man sich das natürlich auch leisten muss. Und unter denen gibt es auch viele, die ganz andere Lebensbedingungen haben als die, die schon fertig im Leben sind und wissen, wir wollen in der Innenstadt wohnen, sondern das sind auch Menschen, die das Leben neu entdecken und es in der Innenstadt auch ausleben möchten. Kommen wir mal zu Ihren Schwerpunkten. Thema Wohnen, auch ein Thema von Ihnen. Kann man in der Kölner Innenstadt noch zu fairen Preisen wohnen? Mal zugespitzt jetzt die Frage, ja oder nein? Und wenn ja, wo? Man könnte es. Ich glaube, das können gerade nur Studierende. Wir haben ja mehrere Studierendenwohnheime, unter anderem Ecke Bahnhof Süd. Da kann man, glaube ich, noch zu fairen Preisen wohnen, weil das Studierendenwerk sehr aktiv ist. Aber überall anders in der Innenstadt wird das schon wieder schwierig. Also ich beispielsweise wohne in der Nähe des Volksgartens, gehört zu den teuersten Ecken Kölns. Ich könnte das nicht, wenn mein Mitbewohner nicht einen größeren Teil zahlen würde, als ich das tue. Deswegen in Köln Innenstadt, wobei in ganz Köln wird es schon wieder schwierig, günstig zu wohnen. Ich habe gestern erst mit einer Genossin aus Porz gesprochen, die sagte, bei uns sieht es auch nicht anders aus, es wird immer teurer. Blick mal auf den Gerionshof, dort sollen ja die Reichen wohnen. Würden Sie das schon quasi als eine Art Gated Community bezeichnen? Und ist das eine Zukunftsversion? Nein, es kann keine sozialdemokratische Zukunftsversion sein. Eine Gated Community ist was ganz anderes, als wir uns vorstellen. Wir wollen eine diverse, bunte Gesellschaft, unabhängig davon, ob das Portemonnaie sagt, dass man in der Innenstadt wohnen kann oder nicht. Und das Ziel ist natürlich, dass alle Menschen sich selbst aussuchen dürfen, wo sie wohnen. Und eine Gated Community gehört da gar nicht zu. Und am Gerionshof, das war für uns alle erstmal erschreckend. Wir wussten gar nicht, wie wir darauf reagieren sollen. Das war völlig unverständlich, dass dieser Fehler in der Verwaltung passieren konnte. Wir sind froh, dass es jetzt erstmal eine Einigung gibt. Ich persönlich glaube noch nicht so, dass diese Einigung auch wirklich in Stein gemeißelt ist. Wir haben unter anderem mit Recht auf Stadt Köln da mal eine Demo veranstalten wollen. Und dann hat man gesagt, da das privat ist, ist das Versammlungsrecht praktisch an dem Platz ausgesetzt. Und das kann es nicht sein in einem Raum, der eigentlich öffentlich sein sollte. Jetzt sind wir gerade schon bei Plätzen und so weiter angekommen. Sie setzen sich gerade in einem aktuellen Thema an, das wäre die Mohrenstraße. Warum? Die Mohrenstraße.
Ja, ein eher schwieriges Thema. Ich kriege auch schon ganz viele böse Mails. Da geht es eigentlich darum, wie wir strukturellen Rassismus angehen können und ihn auch oberflächlich überwinden. Was ganz schwierig ist zu erklären. Menschen, die nicht betroffen sind, schreiben mir nämlich nur. Mir schreibt keine Person, die von dem rassistischen Begriff Moore betroffen wäre, sondern es sind Menschen, die es einfach stört, wenn sich Dinge verändern. Das ist mein Eindruck bisher. Und denen zu erklären, dass das ein Teil der Struktur ist, die wir überwinden wollen. Die Straße wird jedes Jahr an Karneval mindestens 3-4 Mal genannt. Man strahlt es in ganz Deutschland aus, Endpunkt des Rosenmontagszuges. Das ist ein relevantes Bild, was wir in die Gesellschaft geben. Und ich möchte, dass dieses Bild sich ändert, weswegen ich natürlich aufgreifend zu den ganzen Initiativen, die bereits passiert sind. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele schwarze Aktivistinnen und Aktivisten, die sich da schon seit Jahren einsetzen. Und mir war es praktisch ein Anliegen, mit der Black Lives Matter Diskussion oder auch Demonstrationen ein Zeichen zu setzen und zu sagen, ich möchte eine Forderung auch aufgreifen, die wir praktisch schnell umsetzen können. Und ich hoffe, dass das in der nächsten Sitzung der Bezirksvertretung auch beschlossen wird. Wir sind jetzt schon bald bei Straßen, können wir direkt in Richtung Verkehr gehen. Fußgänger, Fahrrad, ÖPNV sollen 75% des Verkehrs ausmachen in Zukunft. Wie wollen Sie das in der Innenstadt erreichen? Ich würde anfangen mit dem ÖPNV. Ich glaube, in der Innenstadt ist das noch einer der einfacheren Punkte. Wir haben eigentlich ein Netz, von dem ich aus persönlicher Erfahrung sagen kann, dass das ein Netz ist, was mir jetzt reicht, aber mir reicht die Taktung zum Beispiel nicht. Wir haben zu kurze Bahnsteige, wir haben zu kurze Bahnen, die sind morgens, abends, wenn die Peakzeiten sind, völlig überfüllt, und da muss man beim ÖPNV, glaube ich, ansetzen zu sagen, wir haben das Netz, wir müssen es auch ordentlich nutzen können. Zu Fußgängerinnen und Fußgängern. Ich glaube, dass das einer der Themenbereiche ist, der in Köln sehr untergeht. Wir führen die Fahrraddiskussion völlig zurecht, aber das konkurriert selten mit den Autos, die in Köln fahren, sondern eher mit den Fußgängerinnen und Fußgängern, weil man den Raum aufteilen möchte und gefühlt leiden die Autofahrerinnen und Autofahrer am wenigsten. Deswegen ist wirklich eine Kommunikation für die Fußgängerinnen und Fußgänger braucht. Und auch Räume, wo Fußgängerinnen sich bewegen können in Köln. Das ist zum Beispiel die Ehrenstraße, die autofrei sein muss. Also wer da mal war und dieses Chaos sich angetan hat, sieht, das kann gar kein Modell sein. Eine Straße, die ich mir auch vorstellen könnte, wäre zum Beispiel die Friesenstraße. Da ist Gastronomie, das ist sehr belebt dort, da gehen Menschen auch mal gerne feiern, ich auch. Und dass da Autos langfahren, ist für mich unverständlich. Gerade ist da gesperrt worden, unter anderem auch, weil Gastronomie draußen sich Platz gesucht hat und Platz suchen musste aufgrund der Corona-Krise. Und man sieht, dass das ein ganz gutes Modell ist, wenn mal die Autos dann nicht durch können. Das wäre das, was man für Fußgängerinnen und Fußgänger machen muss. Für FahrradfahrerInnen, wir haben eine Zukunftsperspektive vorgelegt bekommen, die mit dem Radverkehrskonzept funktionieren soll. Bisher sehen wir das noch nicht so ganz. Wir haben ein Pilotprojekt, was mal so hingestampft wurde, wo ich aber nicht das Gefühl habe, dass man das konsequent verfolgt. Allein an den Ringen merkt man Fußgängerinnenweg, Parkplätze und dann Fahrradstreifen funktioniert einfach nicht. Die Autos parken auf den Streifen, wollen auf die Parkplätze. Das ist kein Modell, was für mich ganz schlüssig ist. Ich hoffe, dass wir da Wege finden, das zu umgehen. Beispielsweise kann man Fahrradstreifen auch pollern. Das ist eine der Forderungen, die auch schon lange die Jusos Innenstadt in Köln stellen. Und das wäre so der Ansatz, wie wir auch Fahrradfahren sicherer machen können in Köln. Und natürlich muss es weiter ausgeweitet werden. Bisher reicht es nicht. Aber das ist auch anschließend an die Straßen, die ich vorhin genannt habe, wenn wir erstmal schaffen, dass mehr autofreie Zonen in dieser Innenstadt sind, dann heißt das auch, dass dort,
Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer fahren können sollen. Jetzt perfekt passt eigentlich dazu schon das Thema Barrierefreiheit. Wie sieht es da aus? Was möchten Sie gerne ändern? Wir haben Schlüsselbahnhöfe in Köln, würde ich jetzt mal sagen. Das ist der Friesenplatz, das ist auch Bahnhof Deutz, um mal von der KVB wegzukommen. Oder auch die Genossin Regina Börschel kümmert sich sehr stark um den Reichensberger Platz. Und das sind so die Punkte, wo keine Barrierefreiheit gegeben ist. Da sind im Idealfall mal Rolltreppen, aber sonst wird es auch schon da schwierig. Das muss weiter ausgebaut werden. Wir brauchen mehr Barrierefreiheit. Wir müssen den Menschen gerecht werden, die sich in dieser Stadt bewegen wollen. Und zwar allen und nicht nur die, die das Privileg haben, gehen zu können. Ganz einfach. Jetzt waren wir auch schon gerade beim Thema Gehen. Einer Ihrer weiteren Schwerpunkte ist Platzgestaltung. Dabei blicken wir jetzt mal als Beispiel auf den Neumarkt. Ist der Brunnen dort eine tolle Idee? Der soll ja jetzt wieder angeschaltet werden. Das ist ein bisschen komplexer. Ich glaube, ein Brunnen ist erstmal nichts Verkehrtes. Wir wissen eigentlich auch aus der Psychologie und aus der Stadtgestaltung, wie Wohlfühlbereiche entstehen können, dass Wasser immer ein ganz, ganz gutes Element ist, weswegen man auch in Köln den Rhein so sehr schätzt. Am Rhein ist es schöner oder auch im Grünen ist es schöner. Wasser kann also viel bewirken. Ich glaube, dass das schon Sinn hat, diesen Platz beleben zu wollen. Der Platz wird erst genutzt, wenn die Menschen, die dort wohnen, die dort durchgehen, ihn auch besetzen können. Hängt aber auch stark damit zusammen, also dass man diesen Brunnen anschalten möchte, dass man nicht unbedingt fokussiert ist auf die Lebensqualität der Menschen, die dort lang gehen, sondern dass man eigentlich ein Mittel nutzen möchte, um auch die Menschen, die drogenabhängig sind, da zu vertreiben. Und ich weiß nicht, ob das richtige Mittel zum Zweck ist. Der Express titelt gerne mit dem Begriff Drogenhülle Neumarkt. Passt diese Umschreibung? Überhaupt nicht. Also, dass man von einer Hölle spricht, bei Menschen, die ganz klar eine Krankheit haben, die das nicht tun, weil sie eigentlich auch in ihrer Luxusvilla sitzen könnten und dann rausgehen, um Drogen zu konsumieren, sondern das sind Menschen, die eine Krankheit haben, wo die Stadt eine Verantwortung hat, diese zu unterstützen. Und das wird nicht getan. Und dass der Express da mit Hölle titelt, finde ich ganz fatal, weil es keine Menschen sind, die bösartig sind, die, also wie man sich eine Hölle vorstellt. Das sind keine kleinen Teufel, sondern das sind Leute, die ganz dringend auch häufig Hilfe brauchen. Und wie man das tun kann, ist zum Beispiel ein klassisches Modell, was Köln sich auch seit Jahren vornimmt, ein Drogenkonsumraum. Dieser sollte in der Nähe des Neumarkts entstehen, ist letztlich an der Kirche St. Peter entstanden, da ist er aufgestellt. Das ist gut, das will ich überhaupt nicht schlecht reden, aber es reicht nicht aus. Also wenn man nochmal auf den Hauptbahnhof geht, wenn man an der Haltestelle Neumarkt sich befindet und auch auf dem Platz Neumarkt, dann merkt man, dieser Konsumraum, der reicht nicht aus. Und eine ordentliche, aus meiner Sicht ordentliche Perspektive wäre zu sagen, wir schaffen einen sicheren Raum, einen Drogenkonsumraum, der mehr an die Infrastruktur der Menschen gebunden ist, die dort auch Drogen konsumieren. Wir werden sie nicht wegkriegen, das gehört zu einer Großstadt dazu. Und ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt von wegkriegen sprechen möchte. Das will ich damit überhaupt nicht sagen. Im Idealfall soll natürlich adäquat geholfen werden. Aber zunächst ist ja das Ziel, dass alle sich dort sicher aufhalten können auf diesem Platz. Und das ist ja offensichtlich gerade nicht der Fall. Mal weg vom Drogenkonsum, wieder zu Ihnen. Wie sehen Sie Ihre eigenen Chancen jetzt in der Bezirksvertretung? Die eigenen Chancen hängen von mir ab. Das hängt davon ab, wie ich Wahlkampf mache, das hängt davon ab, wie ich mit den Menschen spreche. Als Kandidat mit 22 Jahren und eigentlich Neuling in dieser ganzen Politiklandschaft, muss ich sagen, ich bin nicht gerade in die Partei eingetreten, um Wahlkampf zu machen. Wahlkampf ist ein Mittel zum Zweck. Ich will auch Selbstverständlichkeit für die Menschen in der Innenstadt da sein. Und ich hoffe, dass das ein ordentliches Bestreben ist, um meine Chancen zu erhöhen. Und auf Platz 3, das sind ungefähr 15%, die wir erreichen müssen,
Und ich hoffe einfach, dass ich genug Menschen überzeugen kann. Wir sind gespannt. Alijem Polat von der SPD, vielen Dank, dass Sie heute da waren. Danke.